Ey, was denn jetzt wieder los? Ist das eine Scheiße? Ich wollte schon sagen, ich fasse das nicht an. Ich lasse den Mond nur durchlaufen. Beim Betätigen des Auslösers war schon wieder vorbei. Ich hatte ja letztes Mal schon darüber doziert, wie ein Billardstativ sich auswirkt auf die Kameraführung. Ja, ich habe mir jetzt nicht ein neues gekauft. Ich hatte sowieso zwei von derselben Firma hier. Irgendwie Hammer ist das, glaube ich, gewesen. Keine Ahnung, sehe ich jetzt im Dustern nicht. Ja, ist halt eine andere Ausführung. Ist preislich war, haben diese kleiner, ist es ein bisschen oder leichter oder ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber es funktioniert auf jeden Fall noch weniger. Insofern fasse ich das Ding jetzt nicht an. Das heißt, ich kann ja mal demonstrieren, was passiert, wenn für den Fall, dass ich... Es ist definitiv nicht justierbar. Also jedenfalls nicht. Keine feine Einstellung. So, die Kante da oben interessiert mich eigentlich besonders immer sehr. Da sieht man sehr schön was. Aber kriege ich die jetzt noch besser? Jetzt haben wir vollen Zoom und scharf ist es auch. Jetzt jedenfalls. Kurz mal. Ganz kurz mal war es scharf. Nee, da oben die Schattenspiele. Ich hab das Gefühl gehabt, ich mal, ist jetzt sowieso eigentlich nur eine Vergleichsaufnahme. Ob inwieweit der Mond sieht ganz anders aus, hatte ich das Gefühl, die schwarzen Flecken sind doch jetzt ganz anders verteilt als beim letzten Mal. Oder muss ich vergleichen mit den anderen Aufnahmen? Aber die Schattenspiele am Rand in der Dämmerungszone, die fand ich eigentlich letzte Mal am interessantesten. Was sich da so tut und die Überlegung, warum es da so flimmert, flackert, aufhält und dann wieder auch aber aufhört. Dass sich da die Lichtverhältnisse ändern, wäre durchaus nachvollziehbar, aber denn in eine Richtung, dass es denn nur heller wird oder nur dunkler wird, aber dass es da flackert, ist mir nicht wirklich erklärbar. So, jetzt ist die Kante schon wieder weg, aber ja, waagerecht kann ich ja folgen der Sache, aber in der Höhe verstellen ist also, nee, kann man nicht empfehlen, dieses Modell hier. Bevor ich mich verspreche, kicke ich nochmal, ob das wirklich war. Das Profil Duo. Ja, Hammer. Ja, Hammer. Ich hatte doch, da ist ja mein Bauch immer, merkt sich das ganz gut. Da ist, war Hammer, stand da überall drauf. Und das kann man also, das ist ein Stativ. Okay. Aber für einen anspruchsvollen Einsatz völlig ungeeignet. Völlig ungeeignet. Also erstmal zu leicht zum Filmtransport. Als Reisestativ geht's vielleicht, aber bei Wind fliegt das Ding einfach weg. Es soll an dem ähnlichen Haken dran, dass man noch ein Gewicht dranhängen könnte. Aber wer hat schon eine Tüte mit Sand denn da gerade, wo man auf dem Berg steht? Ja, und die Feineinstellung, um irgendwelchen Motiven zu folgen, also man muss es denn wirklich, ich meine, gut, wenn man kein Stativ hat, alleine um die Kamera in irgendeine Position zu bringen, die immer auf irgendeinen Stein zu stellen oder ins Gebüsch zu klemmen, das geht ja nicht. Also wenn man nicht immer vom Fußboden aus fotografieren will, die Selbstauslöser oder irgendwelche Videoaufnahmen ich mir hier mache, wenn ich darin quatsche, dann ist das schon ganz gut, wenn man so ein Stativ hat und die Kamera dahin bringt, wo aber, um jetzt, wie gesagt, mit Zoom, mit extremem Zoom, einem Surfer zu folgen, einem Flieger oder... Ich versuche nochmal in der Höhe hier, nee, weg war er, tschüss. Ich glaube, ich schalte ab. Es sei denn, ich habe ihn zufällig jetzt nochmal. Naja, bloß leider geht er jetzt nicht mehr scharf, oder was? Nee, irgendwie kann er das jetzt nicht mehr scharf stellen, oder wie? Das ist ja schwul. So, jetzt sieht das wieder ganz ordentlich aus. Aber mit 4 Minuten 35 sind wir ja eigentlich schon, also ich meine, der Durchschnittskunde ist befriedigt. Ich kann nicht mal vergleichen, ob der Mond wirklich noch jetzt oder ob der andersrum, ich weiß nicht. Mit einem bloßen Auge betrachtet kam mir der Streifen oben bei 1 Uhr so vor, als ob er letztes Mal noch nicht da war. Also nur mal hier so, damit ihr seht, wovon ich rede. Warum ist
ist denn das jetzt nicht besser im Kontrast? So ist doch ganz gut. Da muss ich mal irgendwie hier ein bisschen drücken und hoffen, dass es nicht knallt gleich und dann der Mond wieder weg ist. Da oben diese dunklen Flecken bei 1 Uhr. Ich kann mich nicht erinnern, dass die letzte Mal auch da schon waren. Aber pff, Aluminium oder sowas ähnliches. Alzheimer oder die normale Senilität, die so im Alter langsam so mit sich kommt. Gut, wir vergleichen das denn mal und sind ja schon bei 6 Minuten. Ach du Scheiße, schnell aufhören hier, das geht so nicht. Ich mach denn später nochmal. Ey, warum geht's nicht näher aus hier? Hallo, mach mal aus. Ist der falsche Knopf?